Yo Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist noch viel zu früh gerade. Hinter mir geht die Sonne auf. Ich bin am Flughafen Tegel gerade angekommen. Fliege heute nach Mallorca für einen Tag. Ein bisschen stressig, aber wird bestimmt ganz lustig. Ich schaue mir da ein Kreuzfahrtschiff an. Da werde ich demnächst drehen und muss mir heute schon mal angucken, ob das alles funktionieren wird und sicher ist. Und ja, ich bin noch ultra müde. Ich werde jetzt einchecken, habe meine Matte auch mit dabei und der Himmel sieht gerade richtig krass aus da. Ich drehe mich mal um, ich hoffe man sieht das. Und ja, wenigstens verlängere ich ein bisschen das gute Wetter. Heute ist es ja richtig kalt hier und auf Mallorca soll es 30 Grad werden. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wir sind jetzt hier angekommen am Hafen mit den Kreuzfahrtschiffen. Hier stehen irgendwie 6, 7 Stück. Ich glaube, es geht jetzt auf das hier hoch. Ich bin echt gespannt, was man da so parkourtechnisch alles machen kann. Wir sind jetzt fertig auf dem Schiff. Ich bin gerade im Hotel angekommen. Die Sonne geht bald unter, also ist schon am Untergehen. Ja, der Strand ist nicht weit von hier, glaube ich. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal los und hoffe, dass ich noch ankomme, bevor es dunkel wird. Ich habe es auf jeden Fall noch rechtzeitig geschafft. Die Sonne ist noch da. Der Sand hier ist extrem weich, ich sink so tief ein, dass ich kaum abschwingen kann. Die Sonne geht gerade wieder auf, das heißt, ich muss jetzt schon wieder hier weg und los zum Flughafen. Das Wetter ist mega ungemütlich hier in Berlin. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen ins Fitnessstudio boxen und heute Abend wahrscheinlich nochmal in die Halle trainieren. Das Boxtraining vorhin war richtig cool. Jetzt mache ich noch ein bisschen Freerunning-Training hier in der Halle. Morgen fliege ich nach Stuttgart für eine Fernsehshow und ja, das seht ihr dann in meinem nächsten Vlog oder in meiner Instagram-Story. Könnt ihr hier oben draufklicken, dann kommt ihr zu meinem Instagram-Kanal. Da könnt ihr das dann live verfolgen und ja, ansonsten viel Spaß beim Training und wir sehen uns beim nächsten Mal.